Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kommen die neuen Skies Adventure Challenges raus und dazu werde ich euch jetzt alle Lösungen in diesem Video zeigen. Wenn es euch Videos gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 500 Abonnenten unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Challenge. Und zwar müsst ihr aus einem Tresor mit einem Geheimweg flüchten. Geheimwege in Tresoren gibt es, glaube ich, nur in The Shark, The Rig, The Grotto und in The Yard. Bei The Agency gibt es keinen Geheimweg im Tresor. Und da müsst ihr es eben halt nur einmal öffnen, also den Boss eliminieren, einmal in den Tresor rein. Und meistens geht man hier automatisch auf der anderen Seite einmal mit dem Geheimweg raus. Das Ganze müsst ihr tatsächlich nur ein einziges Mal machen. Als zweite Challenge müsst ihr dann Gegnern mit Maschinenpistolen oder Pistolen Schaden hinzufügen. Wenn euch das schwierig fallen sollte, geht einfach einmal in eine Runde Operation Knockout oder Operation Datenregen rein. Dort hat man sowieso immer eine Pistole und macht damit ein bisschen Damage. Dann sollte man das easy schaffen können. Ansonsten dürfte es auch im Normal Game ganz gut möglich sein. Als nächstes müsst ihr dann ein ungewöhnliches, ein seltenes und ein episches Item markieren. Dazu müsst ihr nicht mehr im Teammodus sein. Werft einfach eure Waffen hin, also ungewöhnliche, seltene und epische Waffen. Markiert es einmal, dann eben mal das alles nochmal mit allen anderen Seltenheiten machen. Dann habt ihr die dritte Challenge schon fertig. Als nächstes müsst ihr dann 75 Materialien von jedem Materialientyp, also 75 Holz, 75 Stein, 75 Metal, innerhalb von 60 Sekunden nach dem Landen aus dem Battlebus sammeln. Dazu geht ihr einfach irgendwo hin, wo viele Mets sind, also irgendwo, wo viele Autos sind, viele Bäume und auch ein paar Steine sind. Risk Reels würde sich dort zum Beispiel anbieten. Dort könnt ihr einmal die Autos zerstören, dann ein paar Bäume mitnehmen und dann zu den Steinen laufen. Dann solltet ihr das ganz, ganz schnell haben. Als nächste Challenge müsst ihr Skies Coastal Campsites besuchen. Die sehen so aus wie dieses Campsite hier. Davon gibt es insgesamt 5 auf der Karte, wovon ihr 3 besuchen müsst. Das Ganze auch nicht nur in einem Match. Der erste befindet sich hier nördlich von den 5 Häusern, nördlich von Pleasant Park. Der zweite befindet sich dort bei der Pfannkuchenfestung an dem Baum. Dann befindet sich der dritte Spot dort unten bei diesen etwas lilanen Blumen. Dann befindet sich der nächste dort bei der Schiffsbruchbucht an der Ecke dort oben. Und der letzte befindet sich dort oben bei dieser kleinen Bucht südlich von Steamy Stacks. Dann müsst ihr hier als nächste Challenge einmal entweder beim Obstgarten oder in Weeping Woods Verbrauchsgegenstände einsammeln. Hier beim Obstgarten natürlich logischerweise die Äpfel oder in Weeping Woods die Pilze, die befinden sich hauptsächlich dort am Fluss. Ich denke mal aber, dass es leichter sein wird, hier beim Obstgarten ein paar Äpfel mitzunehmen. Die liegen hier ja überall verteilt. Nehmt dann einfach Damage und dann müsst ihr insgesamt 5 Äpfel einsammeln. Sollte relativ gut möglich sein. Als nächste Challenge müsst ihr in solchen Shadow Bases Kisten durchsuchen. Die befinden sich ja einmal dort, dann dort oben einmal. Die nächste befindet sich dann dort unten. Dann befindet sich noch eine dort und dann natürlich noch einmal unten bei Pleasant Park drin. Das sind die Spots für die Bases. Da einfach einmal die 7 Kisten durchsuchen, dann habt ihr die nächste Challenge. Dann müsst ihr noch einmal mit einer Harpune einen Gegner oder einen Henchman zu euch ranziehen. Geht natürlich mit Henchmans deutlich leichter. Dann müsst ihr als nächste Challenge noch einmal George, Rapids Rest und The Shark besuchen. George befindet sich hier oben bei dieser Brücke. Das hier, ich glaube, das ganze Gebiet nennt sich hier George's George. Dann The Shark natürlich dort oben. Und Rapids Rest befindet sich auf der anderen Seite von Lazy Lake unten am Fluss. Da bei diesem Spot, also zwischen Lazy Lake und Retaro, dieser Spot dort unten. Als letzte Challenge müsst ihr dann einmal hier bei der Boxfabrik in solche Kisten reingehen, euch dort einmal verstecken. Müsst auch nicht bei einem Gegner sein, sondern einfach einmal reingehen und dann habt ihr das schon. Damit seid ihr dann auch mit den Challenges für diese Woche durch. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.